44 wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wir werden heute diese Schuhe hier anschauen. Und natürlich die anderen. Nein. Aber komm, fangen wir doch direkt an. Und ja, nämlich habe ich das heute ein bisschen anders aufgeteilt, nämlich so in Punkten, immer von einer Skala bis 1 bis 10. Und nur, dass das klar ist, ich glaube nicht, dass irgendein altmodischer Schuh 10 Punkte erreichen kann, einfach aus diesem Grund. Weil, ja, ist halt kein Yeezy. Aber, ja, oder auch kein NMD oder kein Equity oder kein Ultra Boost oder kein weiß noch was. Oder Nike Air, Max Tavis oder, ja. Aber würde ich sagen, let's begin. Und finde den Schuh eigentlich, sieht sehr ähnlich aus wie der heutige Superstar, nur halt das Logo hier anders. Hier vorne die Kappe ist anders. Und hier unten natürlich die Sohle auch völlig anders. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Schuh sehr zufrieden. Also ist halt, ja, es geht so. Also ist jetzt nicht der Weiß, also hier ist alles schön weich und so. Und außer die Sohle halt ist ein bisschen härter. Aber da kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Also ich würde sagen, für diese Zeit, wo dieser Schuh entwickelt wurde, finde ich das übelst nice. Und auch das hier hinten finde ich mega nice. Ich habe das ja auch beim Nike Air, Max Tavis. Und ist einfach auch ein ganz gechillter Schuh, auch wieder hier zum Detailing und so. Ja, halt, sieht schon ein bisschen abgenutzt aus, also wenn ich ein bisschen sage, meine ich natürlich viel, aber naja, was will man erwarten? Und eben darum würde ich im Thema Schönheit den so 6 Punkte geben. Nein, wir sind ja heute mal ein bisschen optimistisch, die geben 5. Weil es geht ja noch nicht um die Bequemlichkeit und so. Also einfach mal 5 ist eigentlich so das. Also so 8 wäre eigentlich das Beste, was so ein alter Schuh erreichen kann. Aber den finde ich halt übelst. Ich finde die schon irgendwie gechillt eben mit diesem Ding hier hinten. Aber ja, sind halt auch noch ein bisschen dreckig und darum kann man das halt nicht so gut einschätzen. Und jetzt fürs Thema Bequemlichkeit von 1 bis 10 würde ich den einfach mal 7 geben. Weil ich finde die bequem, aber ich meine, ja, auch da 10 Punkte wären, wenn das Schuhe wären, in denen ich mich fühlen würde, als würde ich in Wolke 7 schweben. Aber ich spüre immer noch, dass es Schuhe sind. Also von dem her. Das heißt, dieses Ding gibt dir im Endeffekt, bekommen die 5 und 7 Punkte, gibt ja ganz einfach 12. Also wären das 12 Punkte für die hier. Und nun kommen wir zu den Nikes. Ich weiß noch genau, wie alt die sind. Die sehen aber von mir aus gesehen nicht 100 Jahre alt aus. Und ja, ich weiß nicht, ob die irgendwie berühmt sind oder so. Ich bin nicht der absolute Profi, muss ich dazu sagen. Also mit alten Schuhen kenne ich mich nicht. Und kommen wir direkt zum Thema Schönheit. Und da feiere ich einfach übelst dieses hier. Dieses, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Dieses Muster hier. Halt mal hier. Und auch dieser Schriftzug hier oben. Oder diese Unterschrift. Dann hier auch wieder diese Punkte, was ich schon beim anderen Schuh übelst gefeiert habe. Dann das hier sieht auch noch irgendwie wieder ein bisschen fresh aus. Und hier hinten natürlich wieder das Nike-Logo. Dann hier auf den Seiten das Nike-Logo. Hier dann irgendeine Schrift hier. Und hier unten. Und ja, zu der Sohle kann ich eigentlich auch nur sagen, von der Farbe her gefallen mir die Sohlen auch. Ja, also von dem her gebe ich den jetzt einfach mal saftige. Viele würden das für übertrieben halten, aber ich würde jetzt sagen, 8 von 10 Punkten.
Also, ja. Und jetzt kommen wir zum Thema Bequemlichkeit. Und da muss ich gar nicht groß drum herum reden. Hier ist zwar ziemlich hart, was von mir aus schon sagt, ja, wir bekommen nicht 10 Punkte. Aber es ist auch irgendwie, es wirkt ein bisschen weicher als beim anderen. Ist zwar immer noch hart, aber weich. Ja, ich weiß nicht, wie das nennt. Und dann hier halt übelst. Ja, man kann sie eigentlich auch schon fühlen, ist übelst weich. Man spürt es auch nicht, wenn man von da vorne runterspringt. Also ist er von mir aus gesehen ein guter Schuh. Könnte man heute immer noch tragen. Wäre jetzt nicht das übelste No-Go. Also, ich würde sagen, ich gebe den einfach mal verdiente 9 Punkte. Und ja. Ihr wisst es leider schon. Und diesmal bei 9 plus 7 habe ich gesagt. Ja, glaube ich. Wieder, ich muss kurz unterbrechen. Und da wollte ich nur schon sagen: Ja, der Nike hat jetzt gewonnen. Nämlich hat er ja 8 und 9 Punkte gehabt, glaube ich. Und das ist gegen 17 Punkte. Also, der Nike gewinnt. Mal schauen, ob die nächste Runde. Dass denn der Adidas, also der neue Adidas, und der andere Nike toppen können. Und ich hoffe, ihr seid gespannt, denn das erste Mal wird es nicht, werden nicht so zwei alte Schuhe gegeneinander antreten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!